Vom Hochwasser wird er richtig lecker. Mit Baguette, Kombeer und Buddel und ein Schluck Wien. Der 21. März ist der Tag von Baguette. Du, wie gibt das Masse interessante Geschichten rund um die Entstehung von Baguette. Geschichte Nummer 1. Der Wiener August Zang ist nur den Wiener Kongress nur Paris hinkommen und hat dort 1839 sein Wiener Bäckerie aufgemacht. Dort hat er denn das Baguette erfunden. Ach, blang bi. August Zang wird auch von den sie sagt, hey, hat und der Wiener Kipferl das erste Croissant gemacht. Oh, das stimmt diese Geschichte hier. In den 20er Jahren gab das im Gesetz in Frankreich, was die Bäckerslü verboten hat, für nachts Klockfer mit ihrer Arbeit anzufangen. Also mussten sie ein Brot backen, was ein deutlich kürzere Backzeit hat. Das Baguette. Man, mir gefällt auch diese Geschichte hier, Bunny Goat. Als sie in Paris dem Metroboot habt, haben sich die Tunnelarbeiter so funken in den Plünn, dass ihnen froh wird, das Stangbrot zu haben, was ein Helllicht bloß mit der Hand brechen kann. Denn so können sie den Mitarbeitern verbieten, dass sie ein Metzbiesig dreht. Von doch sind Form und Gewicht von Baguette streng regelt. Ein Baguette ist zwischen 55 und 65 cm lang und hat eine Dicke von 6 bis 8 cm. Per französisches Gesetz liegt das Gewicht bei um und bei 250 Gramm. Seit 1994 ehrt sie in Paris den besten Baguette-Bäcker. Der dürft denn ein Jahr lang den Élysée-Palast mit seinen Baguettes beleben. Mann, für mich ist das Wichtigste, dass wir auch hier in Deutschland gute Baguette-Bäcker haben.